Es gibt so viele Berichte über Knie- und Hüft-OPs. Da wird, glaube ich, relativ schnell operiert, oder? Was haben Sie für einen Eindruck? Wie kriegen Sie das mit? Ja, den Eindruck habe ich auch. Und Gott sei Dank wird er so ein Stück weit in den letzten Jahren revidiert, weil immer mehr darüber berichtet wird. Und viele Mediziner wissen das auch selber. Viele Mediziner warnen auch davor. Jeder Zweite kennt das. Rücken. Meistens sind Frauen mehr betroffen als Männer. Und die Frage ist, ja, was hilft? Bewegen wir uns ausreichend? Meistens dann doch zu wenig. Und was hilft, dass Rückenschmerzen erst gar nicht entstehen? Viktor Diamant hat Tipps. Gibt es denn so grundsätzlich etwas, was gut ist für die Bandscheiben, um vorzubeugen? Ich habe jetzt in der Vorbereitung gelesen und dachte, das ist ja einfach. Spazieren gehen stärkt die Rückenmuskeln und sorgt für eine gute Ernährung der Bandscheibe. Also im Grunde reicht das hier schon, oder? Das ist ein sehr guter Hinweis, genau. Was die Bandscheibe nämlich liebt, sind so kleine Bewegungen, die nicht allzu endgradig und vor allem in einer endgradigen Endstellung, darunter kann man sich zum Beispiel eine sehr starke Beugung vorstellen, wenn man dann noch belastet, das mag die Bandscheibe nicht. Bandscheiben können sich ja auf alles anpassen, aber auf diese Position nicht ganz so gut. Und hier nochmal das Bild der Wirbelsäule als so einen flexiblen Fiberglasstab, der sich zwar bewegen kann, schwingen kann, aber der nicht so gerne endgradige Position einnimmt, weil dann reißt der Fiberstab und es bilden sich so Risse im Material. Wie ist es allgemein? Ich denke jetzt gerade nochmal an diese Cobra-Dehnung. Übung, da dehnen wir ja sehr viel. Ist Dehnen generell gut? Sie haben eben gesagt, Sie sind von Natur aus sehr beweglich. Ich bin zum Beispiel von Natur aus sehr beweglich und da müsste man jetzt ganz genau hinschauen, wo habe ich schon eine ganz gute Beweglichkeit? Das kann man zum Beispiel mit physiotherapeutischen Tests ermitteln. Die sind normiert und da kann man schauen, haben die Gelenke eventuell schon eine ausreichende Beweglichkeit. Wenn das der Fall ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass man mit weiterer Dehnung, auch wenn man vielleicht dann irgendwann am Ende so eine Art Dehnreiz spürt, noch eine Verbesserung der eigenen Beschwerden erreichen kann. Wenn man sich zum Beispiel im Vergleich zu den Bekannten und Freunden als beweglicher einschätzt und ständig dehnt und wundert, warum man trotzdem Schmerzen hat, dann müsste man vielleicht da diese mögliche Ursache, dass man vielleicht schon zu beweglich, zu instabil ist, in Erwägung ziehen. Und dann könnte es hier helfen, Stabilisationsübungen zu machen. Heißt, Dehnen ist nicht unbedingt für jeden gut, weil normal hört man ja immer, Dehnen ganz wichtig und so weiter, aber trifft nicht für jeden zu. Korrekt, ganz genau. Und jeder, der sich da irgendwie in so einer Teufelskreislaufspirale wiederfindet, ständig dehnt und die Beschwerden gehen dann vielleicht für 20 Minuten weg, kommen aber dann wieder, der sollte insbesondere Stabilisationsübungen für sich in Erwägung ziehen. Viele Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer an den Sportwissenschaftler Viktor Diamant bei uns in SWR1-Leute. Ben schreibt zum Beispiel, hab eine Frage wegen der Bandscheibe. Wie steht es ums Fahrradfahren? Da wäre es zum Beispiel wichtig zu beachten, was für ein Fahrrad man denn hat. Wenn man nach dem Fahrradfahren merkt, das tut ein bisschen weh, diese klassischen Bandscheibenschmerzen, Nervenschmerzen kommen dann wieder, dann könnte das daran liegen, dass das aktuelle Fahrrad einen eher in eine gerundete Haltung bringt. Und diese Bewegungsart, Bewegungsrichtung, vor allem im unteren Rücken, ist eher förderlich für einen Bandscheibenvorfall. Und dann sollte man eher ein etwas aufrechtere Sitzhaltung auf dem Fahrrad bevorzugen. Also so ein klassisches Hollandrad zum Beispiel, wo man schön dem Wind auch mehr Angriffsfläche bietet. Das wäre hier etwas rückenschonender. Guter Tipp. Dann aus Karlsruhe schreibt uns Klaus Wierig. Mich würde interessieren, wie einem steifer werdenden Nackenhals entgegengewirkt werden kann. Ah, da kommen schon wieder Mails rein, da flutscht die weg. Hier geht's weiter. Typisch mit zunehmendem Alter ist ja der schwieriger werdende Schulterblick beim Autofahren. Ja, das werden sicher viele kennen. An diesem Problem kann man auch sehr schön erkennen, dass der Körper als Einheit arbeitet. Und häufig ist es so, dass der Nackenbereich bei diesen Rotationsbewegungen, die beim Schulterblick notwendig sind, einfach überlastet wird, weil eine Etage tiefer im Brustwirbelsäulenbereich die Rotation, wo sie auch zu einem großen Teil beigetragen werden kann, nicht mehr mitgetragen werden kann. Gerade bei einem Rundrücken, eingefallene Brustwirbelsäule, kann der Brustkorb nicht mehr mitrotieren. Normalerweise kann der Brustkorb bis zu 45 Grad mitrotieren. Wenn das allerdings nicht geht, muss der Nacken mehr machen und überarbeitet sich. Also so klassisch Burnout auf der Arbeit, nur halt auf Nackenebene. Und wenn man da Übungen für macht, die Brustwirbelsäule wieder in die Rotation bringen, das würde in der Regel auch den Nacken erleichtern. Kleiner Tipp sofort zum Ausprobieren. Einfach mal versuchen, weniger aus dem Hals zu rotieren, sondern die Bewegung auch mehr mit dem Brustkorb bewusst anzusteuern. Das kann schon als eine einfache Übung im Alltag sehr helfen. Okay, gibt es noch irgendwas, was man speziell für den Nacken machen kann?
Da müsste man auch wieder schauen, in welcher Tendenz ist der Nacken gerade? Weil nicht jede Übung hilft jedem pauschal. Wenn man zum Beispiel so einen klassisch vorgeschobenen Kopf hat, dass der Kopf einfach weiter vorne als die Füße sind und zuerst den Raum betritt, dann sollte man den Kopf so leicht zurückziehen, auch da wieder die Wirbelsäule so in eine einheitliche Schwingung bewegen und die Muskeln, die daran beteiligt sind, meistens sind das auch die tief liegenden Halsbeuger, die hinteren Nackenstrecker, diese wieder aktivieren, damit der Nacken in die natürliche Schwingung zurückfindet. Jetzt probiere ich das gerade mal aus, also noch nicht Doppelkinn, das wäre dann zu viel wahrscheinlich, das oder? Das ist ein bisschen zu viel, sondern das Kinn so sanft zurückziehen, sanft runterführen. Und da merkt man vielleicht, dann arbeiten die vorderen Muskeln. Man muss natürlich vielleicht soft anfangen, sonst hat man wieder den nächsten Problemherd. Ja, wie stelle ich fest, ob ich etwas auch richtig oder falsch mache? Ich habe ja den Physiotherapeuten nicht immer mit dabei. Das ist tatsächlich schwierig von außen, weil solche Bewegungsmuster, die einen vielleicht die Schmerzen in erster Instanz gebracht haben, ja so tief eingeübt sind. Da würde ich wirklich empfehlen, falls man mit Informationen aus dem Internet, weil viele versuchen sich ja im Internet zu helfen, falls man da einfach nicht weiterkommt, dann tatsächlich vielleicht ins Fitnessstudio zu gehen oder einen guten Therapeuten zu fragen. Jetzt ist erschreckend, Rückenschmerzen sind der zweithäufigste Grund für einen Arztbesuch und mit der häufigste Grund für eine Frühverrentung. Das ist ja wirklich krass. Kommen dann bei Ihnen auch die meisten mit Rückenschmerzen? Ist das Thema Nummer eins? Der Rücken ist tatsächlich sehr häufig betroffen. Oftmals ist es auch so dieser untere Rückenbereich, Nackenbereich ist sehr häufig auch betroffen von Verspannung. Genau, der Lendenbereich, der untere Rückenbereich, der Lendenbereich und der Übergang, das sogenannte Iliosakralgelenk, dass es da häufig zu Blockaden kommt, wenn man das auch noch zum Rücken zählt. Aber man kann schon sagen, dass das irgendwo in diesen Bereichen 50% der Probleme abdeckt. Tipps für Beweglichkeit kriegen wir vom Sportwissenschaftler Viktor Diamant heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Unterer Rücken wollten wir drüber sprechen. Das kennen viele und haben da Probleme mit. Wo kommen die Probleme her? Lässt sich das so pauschal sagen? Pauschal wird es immer schwierig. Wenn man da sich jetzt auf eine pauschale Aussage festlegen mag, dann wahrscheinlich einfach zu wenig Bewegung und eine zu falsche Haltung. Das mag vielleicht der Rundrücken sein in diesem Bereich oder das Hohlkreuz. Und da gilt es, den unteren Rücken dann rauszubewegen in diese Mittelposition im Idealfall. Da ist er am belastbarsten. Also unterer Rücken kenne ich auch. Und dann, wenn man mit Leuten spricht, dann stellt sich meistens raus, das ist so ein Frauending. Liegt das wieder an unserer schwachen Muskulatur allgemein oder? Da meinen Sie wahrscheinlich das Iliosakralgelenk, so ganz weit unten im Rücken. Das ist tatsächlich eher bei Frauen weiter verbreitet, weil das ist so ein großes Gelenk, das allerdings eine ganz kleine Bewegung normalerweise zulässt. Und dieses Gelenk wird durch Bänder gesichert. Wenn jetzt allerdings die Gelenke drunter und drüber so ein bisschen unbeweglich sind, beim Rücken, beim unteren Rücken ist das vor allem die Hüfte, wenn also das Kugelhüftgelenk da drunter zu steif ist, dann wird die Kraft auf das nächste Gelenk oder die nächste Gelenkgruppe, das ist das Iliosakralgelenk und der untere Rücken übertragen. Das heißt, das Iliosakralgelenk, was sich schon so wenig bewegen kann, muss sich dann mehr bewegen. Und der untere Rücken, der sich auch nicht so richtig gerne bewegen mag, der lieber stabil bleibt, der muss sich dann auch vermehrt bewegen. Weshalb es schon Sinn macht, die Hüfte zu mobilisieren. Gibt es da eine gute Übung für? Es gibt gute Übungen, mit denen man lernt, den Rücken zu stabilisieren und natürlich die Hüften zu mobilisieren, ja. Können Sie was zeigen? Ja, ich versuche es mal hier. Also, und gerne auch erklären, dass die Hörerinnen und Hörer Genau, damit man mitmachen. Das auch im Auto nachvollziehen kann. Also man könnte jetzt in so eine Vierfüßlerposition gehen. Ich stütze mich jetzt hier aufgrund der Kamerasituation hier im Studio mal am Stütz, am Tisch ab. Und wenn man jetzt das Bein nach hinten wegstreckt und den diagonalen Arm nach oben über Kopf streckt, sodass der Arm und das Bein eine gerade verlängerte Linie bilden, dann bewegt sich jetzt mehr die Schulter, das Kugelgelenk in der Schulter und das Kugelgelenk in der Hüfte. Und dann führt man beide Gelenke zusammen, sodass die Hand aufs Knie trifft. Und bei dieser Bewegung darf sich jetzt der Rücken nicht bewegen. Wird häufig falsch gemacht. Mache ich wahrscheinlich schon falsch, oder? Genau, und da geht es jetzt hier zu stabilisieren und die Bewegung eher aus der Hüfte und aus der Schulter zu holen, während der Rücken stabil bleibt und sich nicht bewegt. Ich könnte gar nicht feststellen, ob mein Rücken sich bewegt oder nicht. Genau das ist oft das Problem, genau. Ja. Und da muss man vielleicht einen Spiegel zu Beginn erstmal nutzen als Feedback-Instanz oder vielleicht vom Partner, vom Freund einfach mal drüber schauen lassen, ob man das denn richtig umsetzt, damit man das überhaupt dann von außen zurückgemeldet bekommt. Und dann versucht man das Ganze zu korrigieren. Warum ist es denn so wichtig, dass ich den Rücken an dieser Position nicht bewege? Häufig resultieren Überlastungen durch Fehlbewegungen. Wenn bestimmte Gelenke, zum Beispiel die Hüfte oder die Schulter,
unbeweglich sind, dann muss die Wirbelsäule dann vermehrt bewegen. Und auf Dauer gesehen mag sie das nicht und entwickelt Probleme und Schmerzen. Deshalb müssen wir die Wirbelsäule so ein Stück weit stabilisieren lernen, was nicht heißt, dass sie sich gar nicht bewegen darf, und anderen Gelenke lernen zu bewegen. Das hat so ein bisschen was mit Koordination zu tun, hat ein bisschen was mit Beweglichkeit und Dehnen zu tun, aber auch mit Kraft. Das ist also diese Mischung aus allen drei Fertigkeiten, die benannt wurden. Wenn ich dann irgendwann raus habe und den Rücken nicht mehr bewege bei so einer Übung, wie viele Einheiten von so einer Übung müsste ich machen, dass es wirklich was bringt? Gerade bei akuten Schmerzen in diesem Bereich, die auf Instabilitäten in der Wirbelsäule zurückzuführen sind, würde ich schon empfehlen, das täglich zu machen. Mindestens eine Minute. Man kann natürlich erstmal mit 20 Sekunden anfangen, auf 30, 40 hocharbeiten. Aber desto öfter man das macht, wenn man dann da recht stabil ist und das auch von der Ausführung geschafft, darf man das auch dann in 2-3 Abschnitten machen. Das heißt, 2-3 Mal eine Minute. Okay, klingt ja gar nicht so dramatisch viel. Functional Fitness geht es darum, mit dem Körper zu arbeiten. Der ist im Grunde gleichzeitig das Trainingsgerät. Gibt es trotzdem andere Trainingsgeräte, die Sie empfehlen? Ich würde da einfach Widerstände und Gewichte ganz allgemein da in den Vordergrund stellen. Es braucht jetzt keine Geräte, wenn man unbedingt Geräte mag, gerade für den Rücken, so um den fitter zu machen, belastbarer zu machen, stabiler zu machen, kann man dann vielleicht so einen Schwingstab nehmen. Aber das muss es, wie gesagt, gar nicht sein. Hanteln oder auch Alltagsobjekte, schwere Taschen im Alltag, die man trägt, die Wasserkiste, die man trägt, die kann das Gerät sein sozusagen, um den Rücken belastbarer zu machen, um sich einfach rückengerecht lernen zu bewegen. Wobei so ein Schwingstab, den Sie gerade ansprechen, ich habe das Ding auch zu Hause, aber meistens benutzt man es nicht. Da steht aber drauf, ist ganz gezielt für die Tiefenmuskulatur. Die kann ich ja mit Tüte tragen wahrscheinlich gar nicht aktivieren, oder doch? Genau, das ist für die Tiefenmuskulatur. Aber wenn man richtig sich beim Heben stabilisiert, muss man lernen, diese Tiefenmuskulatur anzuspannen. Das heißt, man bewegt sich ja doch, die Taschen bewegen sich, schwingen so ein bisschen hin und her. Und wenn man das dann richtig macht oder der Körper das richtig gelernt hat, dann spannt er entsprechend in diesen Momenten, wo die Wirbelsäule so droht, etwas aus dem Gleichgewicht bewegt zu werden, durch vielleicht ein Kind, was man auf dem Arm trägt. Die Dinger zappeln ja auch, ich habe selber eine 3-Jährige Tochter, ja. Die kann einen ganz schön aus dem Gleichgewicht bringen, wenn sie der Meinung ist, sich mal zu drehen oder die Seite zu wechseln. Und da in so einem Moment eine Tiefmuskulatur zu haben, die sich reflexartig anspannt, das ist genau das, worum es geht. Was ist mit Terrabändern? Terrabänder sind natürlich auch wieder Widerstände, genau wie Hanteln oder einfach nur Gewichte und Taschen Widerstände sein können. Und für manche Übungen sind die einfach ganz gut geeignet, für manche wiederum etwas weniger. Man möge jetzt zum Beispiel an Zugübungen denken. So ein Band baut ja sozusagen einen ansteigenden Widerstandsbereich auf. Und bei Zugübungen kann es so ein bisschen sein, dass gerade dann die Nackenmuskulatur ein bisschen verspannt, weil gerade im endgradigen Bereich, also am Ende, wenn man versucht zu ziehen, da ist man ja bekanntlich am schwächsten. Und gerade da hat das Band aber blöderweise bei dieser Art von Übung die größte Belastung. Mhm. Und im mittleren Bewegungsteil ist das Band häufig zu lasch. Also da muss man so ein bisschen mal gucken. Bänder sind für manche Übungen ganz gut geeignet, für manche einfach ein bisschen weniger. Sie hatten neulich mal ein Video, da ging es darum, OPs vorzubeugen, dass man erst gar nicht diesen Schritt der OP wagen muss. Was sagen Sie generell? Also es gibt so viele Berichte über Knie- und Hüft-OPs. Da wird, glaube ich, relativ schnell operiert, oder? Was haben Sie für einen Eindruck? Wie kriegen Sie das mit? Ja, den Eindruck habe ich auch. Und Gott sei Dank wird er so ein Stück weit in den letzten Jahren revidiert, weil immer mehr darüber berichtet wird. Und viele Mediziner wissen das auch selber. Viele Mediziner warnen auch davor, dass die OP im Grunde der letzte Schritt sein sollte. Und das Problem liegt vermutlich so ein bisschen auf beiden Seiten. Es gibt Patienten, die wollen einfach das Problem gelöst haben, sich weniger damit selbst auseinandersetzen und die Lösung so ein Stück weit outsourcen, woanders finden, und dann wird vorschnell operiert. Manchmal lässt der Arzt das dann auch zu, weil vielleicht auch wirtschaftliche Faktoren im Vordergrund stehen, aber eine OP sollte auf jeden Fall der letzte Schritt sein, und ich rate auf jeden Fall, eine OP kann auf jeden Fall helfen, aber ich rate auf jeden Fall vor einer OP ab, wenn zuvor konservativ gesehen nicht alles ausgelotet wurde. Was meine ich damit? Vielleicht noch genauer spezifizieren. Ein vernünftiges Anamnesegespräch, wenn das zu Beginn gemacht wurde, wenn der Arzt nicht imstande ist zu benennen, was die Ursache seiner Meinung nach ist, würde ich mir eine Zweitmeinung auf jeden Fall holen. Und wenn noch keine Bewegungsschulung gemacht wurde, sprich wenn keine Bewegungen identifiziert wurden, die es in 90-95% der Fälle gibt, die Schmerzen verursachen, dann ist man noch nicht an der Ursache dran gewesen. Liegt wahrscheinlich so ein bisschen am System, ne? Der Arzt kriegt weniger Geld für das Gespräch, das er führt, und für die OP gibt es dann mehr
Geld. Das richtig. Ist so ein System. Ja, das ist leider so, genau. Und das würden die Ärzte ganz gerne auch ändern, glaube ich. Was können wir selber ändern? Also vielleicht liegt es ja auch an der Haltung des Patienten. Sie haben eben gesagt, ja, dann ist das Thema schnell vom Tisch mit der OP. Aber vielleicht taucht es ja anschließend wieder auf, wenn wir uns gleich verhalten. Richtig, genau. Wenn die Ursache nicht behoben wird, wenn sozusagen ein künstliches Kniegelenk oder eine künstliche Bandscheibe eingebaut wird, aber die Ursachen, zum Beispiel die falsche Haltung, falsche Bewegung, falsche Belastung, nicht abgeschaltet werden, dann wird die neue Bandscheibe, die künstliche Bandscheibe, sehr wahrscheinlich wieder verletzt. Das heißt, da müsste man einfach vielleicht mehr Eigenverantwortung an dieser Stelle übernehmen und akzeptieren, dass man selber der größte und zuverlässigste Schlüssel zur Lösung ist. Gutes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Wir sind selbst der Schlüssel zur Lösung, so sagt es Viktor Diamant. Ja, was hat euch geholfen? Wie habt ihr zum Beispiel erfolgreiche Rückenschmerzen besiegt? Nordic Walking teste ich gerade, macht in jedem Fall eine bessere Haltung. Wir freuen uns, wenn ihr euch austauscht in den Kommentaren. Was hat euch geholfen und wie wir besser ins Alter kommen, da kann ich die Sendung mit Jürgen Bludau empfehlen. Der verrät uns nämlich, wie wir fit ins Alter kommen.